Hey Leute, willkommen zurück zu Hitman. Oh, Novikov. Der hat was dagegen, dass das Feuerwerk jetzt schon ausgelöst wurde. Na. Na, der Typ, der hat aber auch seinen Mund nicht wirklich unter Kontrolle, hä? Ich wasche ihn dir gleich aus mit Seife. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, dich um die Ecke zu bringen. Lass mal schauen. Ich kann ja wieder einsteigen, wenn ich möchte. Wir gehen mal kurz in den Keller. Da war ich nämlich auch noch nicht. Da wartet noch meine Giftspritze auf mich. Nee, was habe ich mir geholt? Den Dietrich, oder? Ja, ach Mann. Eine Giftspritze wäre vielleicht auch ganz schön gewesen. Okay, hier ist die Küche. Wow, das ist ein riesiges Gebäude. Fantastisch. Gefällt mir sehr gut hier. So viele Möglichkeiten. Okay, eine Axt ist jetzt ein bisschen zu rabiat. Ich mag es ja, wie gesagt, lieber subtil. Ich kann ihm natürlich auch einfach den Kopf abschlagen. Das, wahrscheinlich ginge das sogar. Alles, was hilft, nicht wahr? Oh. Noch mehr Personal. Was haben wir hier? Sicherungskasten. Noch mehr Security. Okay. Oh, hoppala. Das wollte ich nicht. Ja, eigentlich schon. Da habe ich jetzt erstmal die Beweise vernichtet. Wo ist denn... wo ist denn mein Tool, was ich mir bestellt habe? Sollst du ihm auf den Schritt gucken und das kannst du nicht tun, oder was? Der steht aber auch da in Unterwäsche und präsentiert sein bestes Stück, oder was? Ah. Okay, das wird wahrscheinlich seine Uniform sein, deswegen wird er mich da erkennen. Alles klar. Haben wir hier irgendwas zum Sammeln? Ein Radio. Oh. Alles mitnehmen, was ist das denn? Ah, so ein Spatel. Ich dachte eben, das wäre Eis am Stiel. Dass hier alles gleich so auffällig ist. Ich weiß genau, wenn ich das Radio anmachen würde. Oh. Gasleck starten. Wenn ich das Radio anmachen würde, dann wären sofort welche aufmerksam und würden mich suchen oder ich würde auffliegen. Darf man nicht mal das Radio anmachen? Generalschlüssel des Palasts. Alles klar. Eine kleine Propangasflasche. Interessant. Interessant. Na, das Küchenpersonal erkennt mich auch nicht. Guck mal, der hat ja schon eine Glatze. Da falle ich bestimmt nicht auf. Oh, was ist das hier? Ein Cocktailrezept. Bärnackelboxer. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Guck mal, die haben ja sogar Displays für den Wein, wie der gelagert werden muss. Ja, es ist sehr wichtig, dass man Wein bei der richtigen Temperatur lagert. Und Weinflaschen dürfen auch nicht zu schräg gelagert werden. Der Kork ist ganz wichtig. Wenn der Kork irgendwie muffig oder schimmelig wird, dann kann man den ganzen Wein wegwerfen. Okay, ich bin's nicht.
Was für eine neue Gelegenheit? Ach Mann. Das ist ja ärgerlich. Ich zieh mich schnell mal wieder um. Okay, alles gut. Sollen sie suchen. Was für eine Gelegenheit habe ich jetzt... Oh Mann. Yeah, you run and hide. Was denn, was denn, was denn? Okay, der erkennt mich jetzt, weil ich nicht mehr geschminkt bin wahrscheinlich und er mein Gesicht gesehen hat. Ach, verdammt. What the hell is a bare knuckle boxer? What? The Sanguine boss, Novikov. He asked if I could make him one. Oh, that. Yeah, shit, I forgot. It's a cocktail, his favorite apparently. The palace owner, Mr. Laren, left us the recipe, but I think I left it down in the basement. I was gonna copy it out and laminate it. According to staff, Viktor Novikov's favorite drink is a rather obscure cocktail known as a bare-knuckle boxer. The recipe, however, has been misplaced in the basement. Sounds like a chance opportunity to get on Novikov's good side. Alles klar. Sehr gut, verkleiden Sie sich als Palastmitarbeiter. Ich habe ja noch hier vorne eine Uniform rumliegen gehabt. Das wird langsam richtig interessant hier. Oh oh, der erkennt mich, wenn ich mich umziehe, ne? Alles klar, du siehst mich nicht. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir dem lieben Novikov einen Cocktail mixen, den er so schnell nicht vergessen wird. Dummerweise habe ich das Cyanid ja schon verschwendet. Bei Dahlia. Ach, Kacke. Oh, das schöne Feuerwerk. Alles für die Katz. Da vorne ist die Bar. Gut, dass mich hier keiner erkennt. Hallo. Einfach mal vor den Augen aller überwältigen. Das wär's jetzt, oder? Ja. Oh, alles klar. Rattengift. So. Werden Sie Bartender. Nice work, 47. Time to mix up a storm. Der Bärnackelboxer. Na, das ist ja einfach zwei Zutaten. Oh, guck mal, er kann das ja richtig. Multitalent, 47. Oh, sieht der lecker aus. Schön grün. Fällt das auf, wenn ich das vergifte? Ja, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ach, da kommt er ja schon. Was für ein Zufall aber auch. Na, willst du da... Der ist ja leer. Hey! Hey! Dein Bärnackelboxer! Habe ich denn jetzt einstecken? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich rauche nicht. Finde ich auch wirklich eine schlimme Angewohnheit. Kommst du jetzt mal? Profiteering, insider trading, quite the page turn. I see. Well, I hate to rain on your parade, dear Valerie, but... I also know about the VIP lounge. What's really going on up there? How exciting. If only I had time to listen to your crackpot theories, Valerie. But, alas, I have a show to run. To be continued, I'm sure. Wie sieht's aus mit dem Drink? Ich glaube, der hat keinen Durst. Warum trinken die alle nicht?
Wie wär's, wenn ich dir einfach ein Loch in den Kopf schieße? Was hältst du davon, Victor? Oh, warte mal. Da vorne ist eine Kiste, aber das sieht doch jeder, wenn ich die hier ausschalte. Ich bin noch nicht 5. Ach Mist, hier sind noch mehr Leute. Na du Hipster. So, warte mal. Jetzt vielleicht an die Bar? Och, Novikov, guck mal, da gibt's lecker Boxer-Dingens. Wie heißt der? Bernacle Boxer. Ich versteh's nicht. Wie kann ich den Typen dazu bringen, was zu saufen? Irgendwann muss er doch mal einen Fehler machen. Geh weg, lass mich. Du darfst hier nicht durch. Nein. 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 Verdammt, der hält aber auch. Der lässt dich locker. Things are gonna be splendid, no? I'd do something about that model's hair, though. What happened there? It's hardly spectacular, right? Am I right? Do something about maybe a bun. Ich hau dir bald den Schädel mit einem Hammer ein, mein Freund. Mir reicht's so langsam. Feel free to shove me, no, please. Mach ich gerne. Ich schubse dich gerne durch die Gegend, mein Freund. Jesus, where are my Peking duck rolls? I had them airlifted in from Lestrade's in London, for God's sake. The least idiots can do is serve the damn things. Yes, sir, Mr. Novikov. Right away. Ich folge ihm jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Right now. Das sieht gut aus. Nein. Oh, verdammt nochmal. Trink doch mal was. Der Bernacle Boxer ist richtig lecker. Ich habe mir voll Mühe gegeben. Ich mach gleich so einen Kronleuchter los und dann ist er auch tot. Ist mir egal. Philip, get me a list of all Class A employees, past and present, and get a hold of the bank. There's been a breach of security. Sinclair. She knows. How? That's impossible. And yet, here we are, Philip. So what's the play? St. Clair's not the kind you just dump in a landfill. St. Clair? I'll have to throw some money at her then. Ah, isn't that what I'm supposed den Namen kenne ich, auf jeden Fall. She's been trying to discredit you for years. What makes you think she'd be after money? Chalk it up to life experience. Das war jetzt zu gefährlich. Was? Ich habe jetzt langsam keine Lust mehr auf dich. Oh oh, der drin sieht mich? Fies. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Novikov is not moving. You understand? Novikov is not moving. Okay, ich hau mal ab.
check your six. Where would this close by? Security set up just by the main stairs. Was denn hier ein Exit? Das war jetzt nicht wirklich lautlos, aber es hat's getan, sagen wir mal, wie es ist. Keiner hat mich gesehen, ich bin nicht aufgeflogen. Oh oh, vielleicht doch. Nun ja, was willst du machen? Ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr, noch ewig hinter dem Kerl herzulaufen. Ich habe irgendwo was verpasst. Die richtige Gelegenheit habe ich nicht wahrgenommen und deswegen, nun ja. Was soll's? Ah, hier kann ich raus, ha? Alles klar. Wenn sich sonst niemand traut. Erfolg freigeschaltet. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Also war es alles umsonst. Nun ja. Ah, okay. In die Katakomben, Klavierspieler. Sauberer Schuss. Die Drahtzieherin. Der Finanzmann. Ein Drink zum Sterben. Er hat ihn ja nicht getrunken. Und Hühner auf der Stange. Iago bei der Arbeit. Wow. Das Undercover-Model. Ich bin schon Meisterschaftsstufe 4. Feuerspiel. Verfrühter Salut. 15 Sekunden Ruhm. Komm, noch was. Bernackel Boxer. Ach, du Elend. Ich habe 5 Stufen erreicht. Verkleidet in der Küche. Schuppen. Ach, das kann ich jetzt alles... Das habe ich freigeschaltet. Verkleidet im Arbeitsbereich... im Ankleidebereich. Jäger 7. Wow. Immer unbemerkt. Naja, das war ganz zum Schluss wahrscheinlich. Alle Kills unbemerkt. Dann keine Körper gefunden? Wie? Es wurden doch keine Körper gefunden und Strafe für Nicht-Ziel-Kills. Ach, das wäre wahrscheinlich dann Minus gewesen oder sowas. Nur 3 von 5. Das ist ja... Nun ja. So, dann gehen wir mal zurück ins Menü. Ich glaube, das war's leider auch schon. Das ist leider nur ein Auftrag. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten kann ich den ja nochmal wiederholen und noch andere Methoden ausprobieren. Paris, Story. Nee, leider nicht. Es gibt nur Showstopper. Ha. 5 von 20. Es gibt also 20 Meisterschaftsstufen. Nun ja. Etwas dürftig für das erste Kapitel leider. Es gibt nur den Prolog und die erste Mission. Sowie die ICA-Einrichtung, das Tutorial. Naja, mal sehen, ob die Tage noch was kommt. Ich werde es erstmal hierbei belassen. Das war's also mit Hitman. Bis der nächste Akt dann kommt. Im Mai, glaube ich. Oder April schon. Keine Ahnung, ich habe das auf einem Zettel stehen. So lange müssen wir uns gedulden. Ich danke auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ich euch zu einem anderen Projekt wieder begrüßen darf. Ich bin's, der Bruger. Haut's rein und bis bald.